Die Haare zu Berge. Wie geil ist diese Figur denn bitte? Wie geil ist die denn bitte? Ja, heute ist ein Knaller. Angebot, also meine Fresse. Ja, und zwar, ihr kennt ja alle Mondo, die haben ja zuletzt diesen sagenhaften Batman Animated und Animated Mr. Freeze rausgebracht. Wahnsinn, der ist ja auch weggegangen, wie war mir ja, also Batman ratzfatz weg, also Mr. Freeze haben wir auch nur noch ein paar wenige da. Und die haben, als sie mit 1:6 Figuren angefangen haben, auch eine Version zu den Teenage Mutant Ninja Turtles gemacht. Und zwar so, wie sie früher auch in den Comics vorgekommen sind. Das war ein 1:6. Das sind jetzt nicht die aus dem 1980er Film. Sondern die Comic-Version. Genau. Und da habt ihr hier den guten Donatello. Und ihr habt auch zwei verschiedene Köpfe dabei. Ihr habt, sie tauchen ja zum einen auch alle mal mit roten Binden auf. Die hat er hier dabei, Augenbinden. Und dann hat er auch seine, ja, was ist das, lila? Lila? Gut, dass du Augenbinden gesagt hast. Ja, Augenbinden. Lila. Lila ist ja, das. Ja. Hm? Genau. Und die haben wir so heute im Angebot. Und zwar nicht für 150, nicht für 100, sondern für 79,99. Solange der Vorrat reicht. Der Vorrat reicht, genau das, so also ist da es. Greift zu, so günstig kriegt ihr den nirgends. Ja. So, und du hast noch irgendeine Empfehlung, ich glaube eine Comic-Empfehlung für uns. Ich habe eine Comic-Empfehlung, ganz großartig, und zwar ein Comic von Brian Michael Bendis, der ja eine sehr, sagen wir mal so, einige lieben ihn, einige hassen ihn. Ich persönlich liebe ihn sehr, vor allen Dingen auch im Team mit dem Alex Maleev, mit dem er auch zusammen Jessica Jones gemacht hat damals. Und das ist ein Comic, das er selbst rausgebracht hat. Das ist Scarlett und Scarlett handelt von einer jungen Frau, die ihren Freund verliert und sich quasi an der Polizei rächt und an dem ganzen System, das korrupt ist und das nicht funktioniert. Fuck the system. Fuck the system. Und Scarlett ist tougher Stoff, liest sich aber fantastisch und was Bendis kann, ist Dialoge. Also er schreibt sehr, sehr gut. Ich glaube, Scarlett gibt es auch schon auf Deutsch. Gibt auch schon einen zweiten Teil davon oder vielleicht sogar einen dritten. Ich bin nicht ganz auf dem letzten Stand. Das erste Buch ist jedenfalls grandios. Das Artwork ist atemberaubend gut. Super Story und wie gesagt, wenn Brian Michael Bendis auch bei einigen Leuten nicht so beliebt ist, er hat großartige Sachen gemacht wie Jessica Jones. Ich finde fast alles von Bendis super, aber ich finde gerade auch... Mike Morales hat er erfunden. Wenn du sagst, also, das ist hier so eine ja, Revenge, aber so Krimi oder was weiß ich, Thriller-Story ist. Ja. Er hat ja früher so angefangen bei Caliber Comics, die Sachen Jinx und so weiter. Jinx die ist sind auch dann fantastisch. Ja, sind dann ja später in Lizenz nochmal bei Image rausgekommen. Ja. Das sind ja alles richtig geile so Hardboiled-Stories und Krimi-Stories und Thriller. Das kann er richtig, richtig das gut. Das kann er wirklich gut. Und ich finde auch, gut, das war natürlich auch mit Quesada geschuldet, aber dass er hier, Entschuldigung, Quesada von Marvel? Ja, doch, das war der. Genau, den zu Marvel geholt hat. Das ist ja für mich eigentlich der Ursprung auch dieses ganzen Marvel-Film-Universums, dass Bendis bei Marvel einfach gesagt hat, wir machen jetzt wirklich ein kohärentes Universum, das muss jetzt alles passen. Wir geben den Rahmen vor, in dem sich die ganzen Autoren mit ihren Serien bewegen dürfen und das muss alles zusammenpassen, das muss alles ineinander laufen. Und das war halt stimmig, nicht, dass in der einen Serie jemand umgebracht wurde, der in der anderen Serie dann noch quicklebendig rumlief und du so gedacht hast, kann nicht funktionieren. Das hat Marvel früher gemacht, das hat DC noch sehr lange gemacht und da hat Marvel dann zum großen Teil mit aufgehört, als Bendis und Quesada und ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Dritte im Bunde war, als die gesagt haben, wir machen jetzt wirklich ein stimmiges Universum und das hat dann ja am Ende des Tages auch Marvel fürs MCU, für die Kinofilme übernommen, dass sie gesagt haben, wir haben hier eine große Rahmengeschichte und da drin könnt ihr dann halt schreiben, was ihr wollt, aber es muss halt am Ende mit den anderen Storylines zusammenpassen. Mhm. Und das ist der ganz, ganz große Verdienst von Bendis, finde ich, für die ganze Comicwelt, dass er das, also zumindest für die großen Verlage, dass er gezeigt hat, Leute in einem großen Universum müssen die Sachen zusammenpassen. Und dann ist es auch cool für die Leute, viel cooler für die Leute zu lesen. Es wurde ein bisschen problematisch, als es nicht aufgehört hat, dass es diese großen Events gab. Das war für mich so ein bisschen schwierig. Und
Da brach es so ein bisschen auseinander für mich. Aber ich kann euch sagen, bei dem Comic ist es so, das ist sein eigenes Spielfeld. Alles da drin hat er selbst festgelegt. Und großartiges Comic Scarlet von Bendis und Maleev. Also alles wirklich klar. Großartig. Bis morgen, Leute. Tschüss. Tschüss.